Viele Gebäude, neue Sachen, viele Änderungen. Und ein herzliches Willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Tobs Lego Show, ganz genau. Übrigens, Tobis Lego Show, ich habe meinen Namen noch gestern geändert. Also merken, mit einem Y hinten dran. Ich habe mir neue Sachen gekauft, neue Sachen gebaut im Dorf und die wollte ich euch in diesem kurzen Update-Video mal zeigen. Eigentlich jetzt nicht die Sachen, neuen Sachen zuerst, sondern das, was ich jetzt schon im Dorf verändert habe. Müsst ihr euch ansehen. Natürlich immer kommentieren, wie ihr die Sachen findet. Ich kann das ja nicht überall jedem persönlich anschreiben, bei Discord oder bei WhatsApp. Na, fangen wir mal an. Was sehe ich denn da? Oh, das ist ein Modulhaus. Oh, tatsächlich. Mein allererstes Modulhaus. Das ist unfassbar. Ich habe es am Montag bestellt. Und jetzt habe ich es. Es ist ein wunderbares Haus. Das empfehle ich jedem weiter. Und für mein erstes Modulhaus, es war toll. Es war nicht schwierig zu bauen. Es war klasse. Es war ultra klasse. Ein Review dazu kommt, hundertprozentig. Geht da jetzt nicht weiter ins Detail. Also ein bisschen schon, aber nein. So. Dementsprechend habe ich hier auch alles verändert. Hier war ja früher so eine Brachwiese, ohne wirklichen Wert. Jetzt ist hier also eine Art Garten mit kleinen Details. Oho. Und kleinen Bach kann man das nicht nennen. Tümpel. Hier wäre dann ja dieser Müllcontainer. Passt jetzt nicht ganz so, aber naja, dann das Gleichgewicht des Schreckens passt nicht, ne? Aber naja, ihr wisst, was ich meine. Hier ist jetzt wieder der Zaun ist gleich geblieben. Die Bäckerei, die steht jetzt hier. Ich finde, das geht eigentlich. Der Feldweg. Lol, Baumarkt gebrochen. Feldweg. Joa. Also, das Haus so von hinten sieht doch Wahnsinn aus, oder? Wie kann man das nicht? Also 150 Euro gut angelegt, ne? Also, wie gesagt, das hier ist alles umgebaut. Das einzigste Haus, der Lebensmittelladen, der ist gleich geblieben. Da stehe ich mal hier neben meinem Tisch her. Das Licht ist heute hervorragend. Ihr seht schon, hier auch alles umgebaut. Wieder zwei neue Gebäude. Einmal, muss ich ein bisschen runter, habe ich hier die neue Feuerwehrwache. Die wird aber wahrscheinlich nicht so bleiben. Habe ich die mal aus Lust und Laune gebaut. Die drei Autos sind immer noch drin. Ein Dach, ein sehr instabiles Dach. Und ich habe einen Stein vergessen umzudrehen. Weiter mal reinmarschieren. Ja, und so von vorne. Ja, dementsprechend musste ich natürlich die Häuser hier alle umsetzen. Was heißt alle? Ich musste hauptsächlich das hier umsetzen mit dem Feldweg. Und ich habe die Platte jetzt gerade nicht hier. Oh doch, habe ich. Ich habe sie hier. Dabei ist mir hier, hier, ist mir was abgebrochen. Ja, ne? Hashtag gute Qualität. Und hier wäre jetzt das letzte neue Gebäude. Die Kirche. Ich habe endlich eine Kirche hier ins Dorf gebracht. Der Turm ist separat gebaut. Steht auch wieder auf dem Hügel, wie sonst auch. Und jetzt, bevor mich jemand anmotzt wegen, Lego Stenika nachgebaut, bla bla bla. Ich hatte als einzigste Grundfarbe jetzt noch Gelb. Und eine gelbe Kirche, das wäre dann das dritte Gebäude in Gelb. Das hier wäre das erste, das ist das zweite und die Kirche wäre dann das dritte. Beige ist jetzt die einzige. Ich habe dafür ja auch mein altes Restaurant abgerissen. Und zu dieser schönen Kirche verarbeitet, hat auch schon an einer Stelle Fenster.
Also das Licht ist wieder so schlecht, egal, ich werde es wahrscheinlich im nächsten Update, im nächsten Video mal mit Fotos zeigen. Ja, sonst seht ihr hier schön viel Durcheinander. Ich habe noch mir zwei extra Polybags gekauft, womit ich die Straßenlaternenbeleuchtung ausbauen konnte. Hier, ihr seht schon, da hinten. Und hier nochmal zum Beweis die beiden krassen Anleitungen. Also es sieht einfach wunderschön aus, oder? Ja, finde ich auch. Ich schneide das Video auch nicht groß. Erstens, weil ich überhaupt keine Lust habe hier an diesem Sonntag. Und zweitens, vielleicht gefällt das ja auch einigen ohne so ganzen Schnitt, sondern ziemlich basic. Natürlich die Grundsachen werde ich rausschneiden, aber jetzt nicht ganz nichts mit Memes oder so. Da habe ich keine Lust, das heute zu in die Länge zu ziehen. In den Ferien, dann kann ich das ruhig machen, da habe ich ja mehr als genug Zeit. Aber jetzt, nee. Null Lust. Aber ein bisschen schneiden muss eben sein. Ich überlege mir gerade, wie ich das machen möchte. Ich will ja euch noch Sachen zeigen. Ich glaube, dann gehe ich da einfach mal rüber. Es ist ein bisschen unordentlich, das tut mir echt leid, aber ich komme einfach nicht zum Aufräumen. Das Set ist auch neu. Das werde ich auf jeden Fall bestimmt nächste Woche reviewen oder so. Oder übernächste. Und dazu gibt es da die krasseste Exklusivfigur. Das ist die Exklusivfigur. Ja, 20 Euro, ne? Kann man darüber streiten, ob das so clever war, ne? So, und als allerletzte Neuerwerbung kann man das so nennen, diesen Pott. Vorausgesetzt, ich kriege ihn jetzt mit einer Hand auf. Mann. So. Mit der Figur. Also ich bin jetzt mal ganz hart. Ich weiß nicht, was die Leute an diesen Potten toll finden. Da ist jetzt nichts bei gewesen, wo ich gesagt habe, toll, das brauche ich unbedingt. Nee, ist nicht mein Favorit. Überhaupt nicht. Es ist nett, als Beilage für 35 Euro ist das okay, aber ich will es eigentlich nicht. Ich brauche es eigentlich. Besser gesagt, ich brauche es eigentlich nicht. Weil das hat einen Wert vielleicht von 3 Euro. Und nee, brauche ich nicht. Da gab es bessere Beilagen wenn man Lego gekauft hat im Lego Shop. Ja, ne? So ist es. Wie gesagt, es würde mich interessieren, wie ihr die Neuerungen findet. Und es wäre besser, wenn ihr mal richtige Kritik äußert und nicht nur cool oder schön. Weil es kann nicht alles perfekt sein. Mir persönlich gefällt die Feuerwache ja immer noch nicht, ne? Und fragt mich nicht wegen den gelben Streifen, ich hatte keine weißen Teile mehr. Nur noch gelb. Das Gelb ist die einzige, wie ich hier einen Überfluss habe. Und ja, ne? Ihr wisst. So. Dann bedanke ich mich, falls jemand bis hierhin zugeschaut hat. Wenn nicht, dann nicht. Eine Sache noch, und zwar, ich würde mal. Und zwar habe ich mir gestern mal seit gefühlten 20 Jahren einen YouTuber angesehen, der einen Stream gemacht hat mit Gästen. Und ich will den nicht kopieren oder so. Ich sage jetzt ganz klar, was ich machen möchte. Ich möchte sowas auch mal machen. Mit einer Webcam. Und nein, ich werde mein Gesicht nicht zeigen. Ich werde eine unheimliche Maske tragen. Ist jetzt nur die Frage, ist das vielleicht für jemanden was? Oder vielleicht nicht. Wollte ich nur mal so gefragt haben. Wie gesagt, wer jetzt bis hier hinten nicht zugeschaut hat, hat sowieso Pech gehabt. Naja, ich habe ja mal gefragt, kann man ja mal, ne? Ganz genau. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Macht was aus eurem Sonntag. Es ist sehr gutes Wetter. Also bleibt nicht in der Bude, macht nichts mit Lego oder mit Zocken. Geht raus, fahrt Fahrrad, spielt Fußball, macht was mit den Kindern, was weiß ich. Ich werde jetzt mir was zu essen jagen und dann auch rausgehen. Muss ja. Noch einen schönen Sonntag, wie gesagt. Bis dann und ciao.